Ja, seid gegrüßt zu einem neuen Video. Ich glaube, ich hatte das in dem letzten Video erwähnt. Ich hatte Ärger mit der Justiz wegen einem Video vom letzten Jahr. Und zwar geht es um das Video mit den gefälschten TÜV-Dokumenten für zum T4. Und zwar hatte ich eine Hausdurchsuchung. Weil irgendeiner aus der TÜV-Gruppe mich scheinbar angezeigt hat. Ich hatte einigen der Prüfer die Dokumente eingescannt und halt zur Verfügung gestellt, weil, ich weiß nicht, zu Schulungszwecken oder was weiß ich was. Habe ich auch gerne gemacht. Hätte ich aber gewusst, dass mich einer von denen anzeigt, hätte ich das nicht gemacht. Dann hätte ich das sein lassen. Ja, nun mal so. Nun standen die am 12. März hier vor der Tür. Durchsuchungsbeschluss wegen 5 Seiten. Also die Dokumente, die ich damals mehr oder weniger illegal gekauft habe, wahrscheinlich mehr illegal. Aber nicht mit dem Hintergrund, dass ich damit ein Auto zulassen will, sondern einfach nur für YouTube-Content. Hatte ich aber alles im letzten Video erklärt. Die Polizisten, die hier saßen, ne, waren zwei Kripo-Beamte, ein Streifenpolizist und einer vom Ordnungsamt. Wegen 5 Seiten. Hätten die mich angeschrieben, hätte ich denen die Dokumente von ganz alleine zur Verfügung gestellt. Und kann eigentlich froh sein, dass ich die nicht schon entsorgt habe. Hätte ich die entsorgt, hätten die das ganze Haus durchsucht und hätten diese paar Seiten gesucht. Für mich eine unglaubliche Geschichte. Besonders, weil mir wird Anstiftung bzw. Urkundenfälschung vorgeworfen oder wurde mir vorgeworfen, damit Plaketten zu erwerben, also quasi das Fahrzeug zuzulassen. Was ich zu keiner Zeit versucht habe, hatte ich im Video erklärt und hatte einen Tag, bevor ich diese dubiosen Dokumente überhaupt abgeholt habe, schon alle anderen Dokumente beantragt für die Zulassung, also legale Dokumente. Ja, das Datenblatt bei VW und ich hatte noch mal auch ein Datenblatt beim echten TÜV Süd besorgt, also gekauft, offiziell, ganz rein und ganz waschecht. Und ja, hatte ein paar Tage später hier den Termin für die 21er-Abnahme und für, ja, halt für die Hauptuntersuchung, die der T4 auch einwandfrei ganz offiziell bestanden hat. Eine Zulassung war damit ohne Probleme. Von den gefälschten Dokumenten hatte ich auch gar nicht das ganze Paket damals bei der Zulassungsstelle, als ich meinen Scirocco zugelassen habe und habe das nur prüfen lassen. Ja, das heißt, nur eine Seite gar nicht vollständig. Das heißt, ich hätte für eine Zulassung gar nicht gereicht. Und auch die holländischen Dokumente halt, weil, ne, man muss ja quasi wie so eine Zulassung eröffnen, um zu testen, ob das Dokument überhaupt anerkannt wird, ob das überhaupt online ist. Und ja, ist halt so. Ja. Ja, ich habe dann der Polizei natürlich die Dokumente gegeben und ja, die wurden beschlagnahmt oder sichergestellt, wie auch immer. Ich hätte den Dokumente aber auch auf Nachfrage zugelassen, weil nicht zugelassen, sondern überlassen. So, weil ich wollte sie ja sowieso eigentlich loswerden, wollte sie dem TÜV Süd geben, der TÜV Süd wollte sie aber nicht. Und die haben mir damals geraten, telefonisch, ich soll die Dokumente doch entsorgen, also vernichten. Hätte ich es gemacht, hätte ich richtig Spaß in der Hütte gehabt. Die wären hier 3 Tage und hätten alles durchsucht. Ja. Ja. Und ich habe da auch kein Geheimnis gemacht. Es gibt ja auch ein Video dazu. Ne? Aber dass ich quasi von einem der TÜV-Prüfer aus der Gruppe angezeigt wurde, sieht man einfach daran, weil der Name des vermeintlichen Prüfers ist hier ausgeschrieben und ich habe es aber fürs Video geschwärzt, weil wollte ja keinen Namen preisgeben. Ne? Weil das macht man ja nicht, weil vielleicht gibt es diesen Menschen echt irgendwo und der soll halt keine Probleme kriegen. Ja,
Die ganze Geschichte hier war auch in 10 Minuten erledigt, weil ich hatte die Dokumente Gott sei Dank noch im Umschlag unten liegen. Dazu gibt es hier ein Sicherstellungsprotokoll, ne, wo drauf steht 5 Seiten. Auf jeden Fall bekam ich 3 Wochen circa, also Anfang April, Post von der Staatsanwaltschaft und dann steht da drin, nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlung sind Sie eines Vergehens nach § 267 Strafgesetzbuch hinreichend verdächtig. Ja. Auf jeden Fall würde man beabsichtigen, mit Zustimmung des Amtsgerichts von der Verfolgung dieses Vergehens abzusehen und ihn aufzugeben als Auflage 200 Euro zu zahlen. Also eigentlich, da ich die Urkunden bzw. die Dokumente gefälscht habe, selbst, und das auch eigentlich nicht in Auftrag gegeben habe, weil es wurde mir quasi nur angeboten, ist die Frage, was passiert, wenn ich jetzt tatsächlich die 200 Euro nicht zahle und es wirklich darauf ankommen lasse. Ja, kann man machen. Die Chance steht so ungefähr bei 50-50. Wenn man Glück hat und einen guten Richter hat, dann stellt er wahrscheinlich das Verfahren sowieso ein. Aber das Problem ist, ich zahle halt die Anwaltskosten und dann bin ich auch bei 200 Euro, wenn nicht sogar mehr. Oder wenn ich schuldig gesprochen werden würde, dann wäre das Ganze noch viel teurer. Ich hätte einen Tag im Führungszeugnis eventuell und ja, und ja, was macht man dann? Man zahlt natürlich die 200 Euro. Ich habe es dann gemacht, ne, habe dem zugestimmt, habe es jetzt gemacht. Habe jetzt vor einer Woche circa das Schreiben bekommen, dass das in Zustimmung des Amtsgerichts, abgesehen wie das Verfahren eingestellt wird. So, damit ist das erledigt. Ja, also für die Zukunft weiß ich ganz genau, wenn sowas angeboten wird, auch für Content, auch wenn man das gerne auch öffentlich machen möchte, dass es solche Vögel gibt, dass das gefährlich ist, dass das Abzocke ist und. Ja, muss es mir dann egal sein. Ich kann dann tatsächlich keinem helfen und kann keinen davor warnen, weil wenn du es machst, kannst du dann nur quasi nur sagen, kauf die Dokumente nicht. Aber sowas als Content und sowas mal durchmachen, das dann auch nicht mehr, weil das mache ich nicht mehr. Dann ist jeder für sich selbst verantwortlich. Ja. Auch für Content. Ich meine, man muss immer investieren, aber ich sag mal so, ich bin dann doch ein bisschen mit dem blauen Auge davon gekommen. Mich ärgert es trotzdem, ne, weil ich wollte gerne darauf hinweisen, darauf aufmerksam machen, weil in den Foren und selbst mein Prüfer, wo ich sonst immer meine Fahrzeuge prüfen lasse, also wo ich dann Hauptuntersuchungen mache und meine Eintragung, kannte diesen Vogel, wo ich den Namen nicht öffentlich nennen will, also Martin G. war es, glaube ich, habe ich es, glaube ich, damals in dem Video gesagt. Selbst der wusste sofort, bevor ich den Namen gesagt habe, wusste er ganz genau, wer es ist. Das ärgert mich. Es ärgert mich wirklich, dass man dafür quasi ja versucht wird zu verknacken, obwohl man es ja gar nicht selber gemacht hat. Ich nicht eine Zulassung damit gemacht habe oder auch nicht mal versucht habe, weil mir war das klar. Das sieht man ja auch in dem Chat, den ich damals in dem Video, ne, ich verlinke das Video oben nochmal, in dem Chat hatte ich ja da, ne, so direkt nach der ersten Nachricht von dem Vogel geschrieben, dass ich ganz genau weiß, dass es ein Betrüger ist. Ich sage euch trotzdem, macht das nicht. Wenn sie euch erwischen, wisst ihr, was los ist. Und wenn ihr damit eine Eintragung macht, eine Zulassung macht, was ja eigentlich nicht mehr funktionieren sollte, oder eine Hauptuntersuchung macht, die gefälscht ist, quasi, und ihr auch einen gefälschten Stempel im Fahrzeugschein habt, dann seid ihr echt gearscht. Euer Auto wird sofort stillgelegt und was weiß ich was. Ja, letztendlich fand ich es immer noch übertrieben, dass die einem direkt hier 4 Leute ins Haus schicken für 5 Seiten, wenn ihr da anfangen könnt. Ich meine, die Polizisten waren sehr, sehr nett. Ja, den Mensch vom Ordnungsamt, den kenne ich mittlerweile schon, weil die tolle Nachbarschaft hier geht er mir auch
ab und zu einfach auf den Sack und versucht dann irgendwie anzuscheißen. Das heißt, ja. Und da das hier eine Stadt sein soll, aber eher dörflich ist oder ländlich, ja, kennt man schon den einen oder anderen einfach hier vom Ordnungsamt. Ja. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt was vergessen? Ich hoffe nicht. Ja, das ist mal wieder ein Laber-Video, aber das musste ich einfach mal preisgeben. Ich hätte mir die Geschichte lieber auch gespart, weil für mich war das schon eigentlich schon erledigt, weil ich habe, das Video ist aus letztem Jahr Februar, also Ende Februar, ich glaube 23. tatsächlich war das. Was ich auch noch total komisch finde, ist, der Beschluss, der Durchsuchungsbeschluss, ist vom 9.10.2023. Und die waren jetzt am 13.03.2024 hier. Ja. Ich habe übrigens meinen Führerschein auch damals am 13.03.97 gemacht, vielleicht. Keine Ahnung. Passt das zusammen? Nee, jetzt genug gequatscht. Ja. Ich wünsche euch was. Das nächste Video kommt ganz bestimmt. Ich weiß nicht, wie schnell. Weil das nächste Video dreht sich wieder um den schwarzen Scirocco, weil da muss ich den Motor umbauen, muss Achse umbauen und Tank umbauen. Also Tank und Achse müsste ich nicht umbauen, aber ich habe die von dem Weißen behalten. Und das Zeug war einfach schöner und besser und schon mal mehr oder weniger, ja, schön gemacht, einfach nur. Und der Tank ist auch rostfreier. Und vor allem das Hitzeschutzblech von der Abgasanlage klappert am Tank, ist am Tank befestigt, ist aber durchgegammelt, klappert jetzt. Und ich will das nicht irgendwie festkleben oder so, deswegen habe ich gedacht, dann tausche ich den Tank. Weil ich habe mir jetzt da übrig vom weißen Scirocco und genau wie die Achse und der Motor natürlich auch. Und den Motor baue ich eins zu eins, so wie ich ihn ausgebaut habe, auch in den schwarzen ein, weil der Motor bis zum Ausbau lief. Und never touch a running system. Weil da geht wieder irgendwas in die Hose. Also baue ich eins zu eins um und hoffe dann, dass jetzt wirklich alles läuft. So, in diesem Sinne tatsächlich jetzt. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.